Auch Kraftwerke können bekanntlich in die Jahre kommen. Dieses hier aus den 60ern in den Everglades von Florida hatte seinen Zenit längst überschritten. Am Dienstag hatte es seinen vorerst letzten großen Auftritt, als es mit über 200 Kilo Sprengstoff dem Erdboden gleichgemacht wurde. Zuerst ging es den vier Kesseln an den Kragen. Dann kamen die dazugehörigen über 100 Meter hohen Schlote an die Reihe. Nach weniger als einer Minute war alles vorbei. Laut der Betreibergesellschaft sei dies die größte Demontage eines Kraftwerks, die es in Florida jemals gegeben habe. Platz machen muss die alte Anlage übrigens einer neuen, die aus Erdgas dann deutlich sauberer Strom produzieren soll.